Damit seid gegrüßt, mein lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eladum zu einem neuen Part Minecraft Arnor mit dem Zwergenfürst. Ihr könnt es hören, es heilt nicht so gut, es heilt nicht so doll. Das liegt daran, dass ich nicht in der neuen Wohnung bin. Ich bin wieder daheim. Ich bin wieder in meinem alten Zimmer. Am Wochenende mal zurückgekehrt. Ich nehme wieder meinen alten Kabuff auf. Ja, heute wollen wir hier mal eine kleine Basis bauen. Ich glaube, wir werden uns mal in den Berg hineinbauen. Ich werde hier ein kleines Hütchen aufbauen. Vielleicht hier so. Ganz klein, so mal ein paar Wände und da, wenn nichts Großartiges vor ein Bett reinpasst, wo ja meinetwegen noch eine Werkbank hin reinpasst und eine Kiste und mehr nicht. Und dann soll es auch vielleicht innerhalb des kleinen Hütchens runtergehen in den Berg. Dann wird sich das so etagenweise nach unten bis auf den Boden des Gebirges runterbauen. Und unten gibt es dann hoffentlich einen Ausgang. So der Plan, dass man halt auch per Leiter dann irgendwie nach oben kommt und dann hier ja in die Basis rein und auf den Berg und dann durch das Portal in den Nether reinkommt. Halte ich für ganz gut. Das können wir heute mal bauen und dann werde ich auch ein bisschen erzählen, was hier eigentlich gerade los ist. Und ja, was euch in der nächsten Zeit so auf meinem Kanal erwartet. Minecraft ist ja so ein Spiel, wo man sowas, ja, Minecraft Arnor ist auch so ein Projekt, wo man das mal machen kann, wo man mal auch Off-Topic-Themen anstellen kann. Also, haben wir einen Plan für den Part. Auf geht's! Wo kriege ich denn jetzt Baumaterial her? Da droppt auf einmal ein Baum. Kaum gesagt, wir brauchen Baumaterial. Genau. Da droppt hier schon ein Baum. Habe ich denn Spitzhacke? Nee, habe ich nicht, aber das brauche ich nicht, um einen Baum abzubauen. Ja. So sieht's aus. Nein, ich hoffe, wir haben genug dabei, um zumindest das kleine Häuschen oben drauf zu bauen. Weil dieser Baum wird nicht ausreichen. Ansonsten müssen wir uns nochmal runterbegeben. Einen Fuß des Berges. Ja, aber wir haben ja einiges mit an Holz. Netherstein haben wir auch. Vielleicht machen wir das dann notfalls aus dem Netherstein. Okay. Es dürfte vielleicht reichen für ein kleines Hütchen mit Bruchsteindach. Das kriegen wir irgendwie hin. Ja. Ich denke, das klappt. Zack. Dann bauen wir uns mal ein kleines bescheidenes Hütchen. Hoppla, nicht dabei runterfallen. Nein, das brauche ich noch. Ja, ich denke, das läuft hier ganz glatt. Da kann ich mal anfangen und mal ein bisschen labern. Was läuft zurzeit? Ja, wie ich schon erwähnt habe, ich bin wieder zurück in mein Elternhaus, kann man so sagen. Ja, wie ihr schon bestimmt irgendwie mitbekommen habt, was ich ja noch nicht oft genug erwähnt habe, ich wohne jetzt allein in einer Wohnung. Ich verrate noch nicht, in welcher Stadt und wo genau. Irgendwann werde ich zumindest mal die Stadt verraten und dann wird das mal rauskommen.
Aber ich wohne jetzt allein und darf die Vorzüge, aber auch, ja, wie soll ich sagen, Umstände des Alleinlebens kennenlernen. So ist es. Und das ist jetzt gerade eine etwas schwierige Zeit für mich, kann man sich vorstellen. Und ja, da auch mein neues Zimmer oder mein neues Aufnahmezimmer in der neuen Wohnung nicht sonderbar großartig eingerichtet ist und noch relativ leer und hallig ist, fällt es mir dort auch schwer, Videos zu produzieren, da das ganze Ding auch noch halt, habt ihr ja bestimmt mitbekommen, in einem der Videos, die ich da schon in der neuen Wohnung gemacht habe. Damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eklatum, zu einem neuen Part Minecraft Arno mit dem Zwergenfürst. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, es hält hier ein klein wenig. War nicht schwer zu überhören. Und da dachte ich mir, müde ist jetzt auch zum Beispiel aus dem Grund, dass da einfach halt und die Videos, einfach die Tonqualität in den neuen Räumen dort einfach nicht zumutbar ist. Da wird es einfach eine Pause geben. So habe ich es mir gedacht. A, wegen der Qualität und B, weil auch ich ein bisschen anderes im Kopf habe. Wie ihr wisst, was ich meine. So ein bisschen auch mal dieser Zeit, das klingt jetzt ein bisschen falsch, aber ja, dass ich auch mal an mich selbst denken muss und da manchmal neben 8 Stunden Ausbildung, die ich jetzt angefangen habe, ja, ich habe eine Ausbildung angefangen, deshalb bin ich umgezogen in eine neue Stadt und ja, mir fällt es auch schon schwer darüber zu reden, aber ihr merkt es, das muss mal ausgesprochen werden. Es ist eine ungewohnte Sache, es ist alles neu und alles, ja, ganz, ja, ungewohnt, wie ich schon gesagt habe. Da fehlen auch mal die Worte, das ist, ja, ihr merkt es heute nicht gerade flüssig, das Gerede, wenn es um dieses Thema geht. Was soll es? Ja, ich hoffe, ihr verzeiht es mir, dass ich da auch die nächste Zeit ein bisschen inaktiver werde. Dieses Video wird jetzt wohl Anfang der Woche mal rauskommen. Und es wird vielleicht auch diese Woche noch ein paar Videos geben. Das ist bestimmt nicht undenkbar, aber ja, nur dass ihr wisst, es könnte ein bisschen schmaler um die Uploads auf meinem Kanal werden. Das liegt dann nicht daran, dass ich faul bin und irgendwie mir sage, keinen Bock mehr auf YouTube,
Nee, das liegt daran, dass ich halt, ja, habe ich schon den Satz angefangen und nicht richtig beendet. Und da ist das Holz alle. Muss ich mit einem anderen Holz weiterbauen. Ja, sieht halt lustig aus. Haben hier eine kunterbunte Basis. Man baut mit dem, was man hat. Eine Patchwork-Butze. Ja, ich komme wieder raus aus dem Gerät, was ich eigentlich machen wollte. Wo war ich denn geblieben? Was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, neben, ich sag's mal direkt so, 8 Stunden Arbeit und einem Vollzeitjob YouTube, da will man dann auch ab und zu mal ein bisschen Zeit haben, um sich selbst zu sortieren und da ein bisschen anzukommen im neuen Leben und da, ja, Fuß zu fassen. Und da braucht man halt mehr Zeit, als man so denkt, und es ist halt ein neuer Lebensabschnitt und ja, all dies schon kennen, die größeren Menschen, die jetzt hier, die älteren Menschen, die jetzt hier meinen Kanal beobachten, die da meine Videos verfolgen, die kennen es schon, die wissen, wie das so ist in diesem Lebensabschnitt. Allen anderen sei gesagt, ihr werdet es auch noch erfahren, und ja, ihr könnt es euch sicher vorstellen, dass das nicht das, ja, nicht das Einfachste und nicht das Simpelste ist. Oha, Fallschaden. Okay, jetzt haben wir hier so ein, naja, so ein Klotzhaus mit Schornstein drauf. Den Schornstein können wir gleich abbauen. Sieht blöd aus. Fenster braucht das Ding noch. Vielleicht erstmal ein paar Aussparungen. Ich habe jetzt hier wenig Fenster und Türen. Oder kann ich da noch was machen? Kann ich da noch was craften? Ja, eine Tür kriegen wir auf jeden Fall hin. Fenster. Gibt es die auch noch hier im Angebot? Viele Monate später. Na, lassen wir es bleiben. Ich bin gerade etwas zu begrenzt dafür, hier eine Tür richtig anzubauen. Soll ja nur eine kleine Basis werden. Soll ja nicht sonderlich großes, aufwendiges mit Fenster und Tür sein. Tür ist ja schon drin. Können wir hier ein paar Löcher in die Wand schlagen, damit ein bisschen Licht reinkommt. Die Türen. Nur mit noch ein Fenster. Zack, da mal ein bisschen Licht drin. Großartig. Sehe hier nur ein kleines Hütchen sein. Mehr wird unter der Erde passieren. Ja. Bitte verzeiht mir, dass wenn ich heute ein bisschen neben der Spur bin, wenn ich auch ein bisschen beim Reden so ein bisschen Schwachsinn laber. Ein bisschen durcheinander quatsche. Ja. Bin auch durcheinander. Es ist, ja, es ist nicht gut, es ist nicht schön. Gehört sich eigentlich nicht, aber ja. Bitte vielmals um Verzeihung.
Ihr merkt wahrscheinlich, ich bin kaputt. Fix und fertig. Suchen. Und dann die Werkbank hier mal reinstellen und die Kiste. Okay, aus der Kiste sollten wir vielleicht die Sachen rausnehmen. Ich glaube, die hat man dann nicht mehr. Wenn man die einfach abbaut und woanders hinbaut. Ich denke, so war das. Zack. Oder andersrum. Das ist, glaube ich, intelligenter. Da hat man hier Platz. Machen wir hier Falltür hin. Craft mal eben eine Falltür, falls ich das auch finde. Falls ich zufällig mal drauf stoße. Fackeln haben wir ja auch noch ein paar. Dann kann ich hier mal neben dem Bettende aufhängen, damit sie auch mal Licht wird. Ja, Falltür, wo war denn das noch gleich? Eine Holzfalltür, das würde doch reichen hier. Dann kamen wir es dann weiter runter. Spitzhacke. Da brauche ich wahrscheinlich mehrere davon, aber eine wird es erstmal tun müssen. Die wird erstmal ausreichen müssen. Schwerter habe ich auf jeden Fall genug. So, dann geht es hier runter. Erstmal die Truhe mit. Ja, komm, die Truhe lassen wir dort. Nehmen wir irgendwann später mit. Kramen wir uns mal runter. In den Boden. Und eine Leiter. Haben wir die auch dabei? Kann man die bekommen? Nee, da muss man sich erstmal. Erde hier. Da muss man sich erstmal was craften. Okay, Sticks. Okay, ja, das reicht vielleicht fürs Erste. Ins Leiter. Hinunter. Großartig, dann hier mal die besagte Falltüre rein. So, und dann runter ins Innere der Basis. Obwohl, wo wir gerade hier sind, ein paar Fackeln könnte nicht schaden. Wir wollen uns ins Innere runtergraben. So, da wird es gleich dunkel. Obwohl, vielleicht reicht das schon für die erste Etage, oder machen wir die noch ein bisschen tiefer? Ein klein bisschen tiefer. So. Ein klein wenig. Wenn ich hier mal zubauen. Mit Erde, ja. Das, was wir halt gerade haben. Können wir später nochmal wiederkommen mit besserem Material. Das Ganze auskleiden, aber. So, ja, eine provisorische Geschichte hier sein. Soll ja nicht großartig und schön sein. So, hier mal ein bisschen Raum schaffen. Raumschaffungsmaßnahmen für die Basis. So, zack, zack, zack. Und da können wir gleich ein bisschen Licht reinbringen. Zack.
Und dann geht es immer Etage für Etage weiter. Da kann man ja auch zwischendurch Sachen machen, kann man, wofür es man halt später braucht. Kann man halt gucken. Und wofür ist es schön wie früher, wäre es wichtig. Ich hoffe hier auch irgendwann mal, wenn ich hier weiter graben würde, auf Luft zu stoßen. Dann kann man hier auch so Fenstermäßiges machen. Wir bohren uns doch in den Berg rein. Das müsste doch hier sehr weit an der Klippe dran sein. Ja. Denke ich mir so. Was übrigens das Off-Topic-Thema angeht, die neue Wohnung, da muss ich sagen, ich bemühe mich da auch für Sachen zu finden. Also ich bin schon nach der Suche, ich bin schon auf der Suche nach Sachen, die man da machen könnte. Da gibt es ja diese Pyramiden-Schaumstoff-Dinger, die man halt irgendwie an der Wand befestigen kann. Da muss ich mal gucken, wie ich das, wo ich das herkriege, wie ich das da hinkriege. Und vielleicht kann man da auch irgendwie eine Schallisolierung irgendwie packen, dass das halt weniger halt. Das wäre dann schön, weil auf Dauer man dann doch auch mal in der neuen Wohnung was machen will und nicht immer darauf angewiesen sein will, an den Wochenenden bei den Eltern mal die guten Videos zu machen. Versteht da, was ich meine? Dann kann es ja nicht hier direkt weitergehen, oder? Dass man halt hier so eine Zwischenetage macht oder dann weitergeht oder. Spreche nichts dagegen, aber ich glaube, macht es auch ein bisschen spannender am Aufstieg. Hier mal runter. Immer weiter runter, immer weiter lang. So, hier haben wir ein paar Leitern. Ich hoffe, wir kommen auf jeden Fall bis runter. Das wäre eine schöne Sache, wenn man den Aufstieg da so hätte. Reden kann ich auch nicht mehr. Nee, das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Aber egal, wir wollen ja hier weiter nach unten bauen. Zack. Für die Leiter muss ich mich ja mal zwei Spuren hier aufbauen. Zack, zack. So, hier wieder eine Etage rein. Man hat so mehrere Räume, wo man reingehen kann. Wo man sich aufhalten kann und wo man weiterkommt. So. Spitzhacke ist gleich am Ende. Das ist natürlich etwas unpraktisch. Da müssen wir uns eine neue holen. Und ja, Stein haben wir auf jeden Fall genug. Was haben wir Holz noch dabei? Das wird dann ein bisschen kritisch. Mit Holz kann man schlecht eine Spitzhacke bauen. Das ist, glaube ich, klar. Wir sind hier schon beim Kiesgestein. Das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, wir sind dann gleich an der Seite hier. In der Bergseite angekommen. Ich würde nicht sagen, dass wir unten sind, aber
an der Side of Life und waren gekommen. So, zack, hier mal was hinbauen. Da brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was für die Abdeckung, das nicht ganz so scheiß aussieht. So, zack, zack, damit das halbwegs gut aussieht. So. Und da noch ein bisschen raushauen. Zack. Habe ich gerade einen Kiesstein bekommen. Oder was ist das? Was habe ich da eingesammelt? Nichts Wesentliches. Hier ist es. Ein Feuerstein hier im Kies. Was gibt's? Ja, gut. Das ist jetzt natürlich Kacke. Ohne Spitzhacke. Kacke ohne Spitzhacke. Ja, versteht. Naja. Geht ja auch so, bloß halt eben langsamer. In mega langsam. Noch mehr Feuerstein oder was? Ich bin heute auch ein bisschen weniger im Plauderlaune, wie ihr bestimmt mitbekommen habt. Es ist halt irgendwie, ich bin kaputt. Ja, deshalb werde ich jetzt auch hier nicht sonderlich viele Videos in der Butze aufnehmen, hier in der alten Butze. Sondern nur, ja, vielleicht ist dieses eine, vielleicht kommt noch ein zweites irgendwie mit dazu. Wird recht wenig. Naja, was so ist. Die Umstellung macht's halt. Die ist dran schuld. Die Umstellung, das ist ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und da sowas rauszuhauen, da komplett Neubeginn zu machen, das ist schon. Ist schon ganz happen. Da könnte es dann weitergehen. Ich glaube, wir gehen erstmal hoch und holen uns dann ja eine kleine Spitzhacke, falls wir noch Material dazu haben, oder ja, kann es dann weitergehen. Ich glaube, ich mache das offscreen mal, diese Etagengeschichte weiter. Ihr habt es ja schon gesehen, wie das passieren soll, wie das geplant ist, und dann müssen wir keinen Part darin verschwenden. Ja, müssen wir nicht noch einen Laberpart machen. Dann geht es hier runter. Ja, immer weiter runter. Wird es halt so ein bisschen turmmäßiges. Und dann ist man halt irgendwann am Fuß des Turmes angekommen, des Berges, und kann sich dann auch hier wieder hochbegeben. Also ein bisschen, ja, versteckt im Berg. In diesem Hütchen hier. Eine kleine Basis. Ja. Kommt man hier so raus, wenn man am Fuß des Berges sich hier hochgearbeitet hat. Und kann in den Nether starten. Großartig, würde ich sagen. Der Part scheint sogar schon ein bisschen zu dauern. Also das hat schon was gekostet, hier die Etagen da auszuheben. Ein Moon. Oder was ist das? Was wächst denn hier oben? Moon wächst hier auf dem höchsten Gipfel. Na, den sieht doch gar nicht mal so scheiße aus, dafür, dass es nur eine kleine Basis sein sollte. Guck mal kurz, was es hier so gibt. Ringsherum, wie groß das Ding eigentlich ist. Es ist eigentlich nur so ein kleines Hügelchen, naja, Hügel ist nicht, ist ziemlich groß, wächst schon Schnee oben drauf. Ja, es wächst Schnee. Genau. Dann geht es hier steil runter, das heißt, wir müssten eigentlich auch mit der
Geschichte unten auch rauskommen. Es sei denn, wir sind schon so weit unten, dass wir hier unten im grünen Bereich wühlen. Weil hier ist es ziemlich steil. Noch ein bisschen raus, zumindest in die Richtung. Ja, um mal den Berg zu untersuchen. Ja. Das ist halt auch gegeben. Man könnte halt irgendwie, so habe ich es mir zumindest vorgestellt, hier auf dieser Seite hier da irgendwo rauskommen. Schöner wäre es natürlich auf dieser Seite, weil da kommen wir her. Das ist das Dorf am Arsch der Welt. Dann werden wir mal gucken. Ich grab mich da wieder rein und mache auf Screen mal ein bisschen Buddelerei. Und dann sehen wir uns wieder mit einer fertigen Basis. Oder mit einer fast fertigen Basis. Mal schauen, wie ich das drauf kriege. Und dann, ja, kann es weitergehen mit dem Abenteuer in Minecraft Arno. Drückt mich nach oben, sollte es euch gefallen haben. Ich weiß nicht, wie lange der Part jetzt ist und wie ich das dann im Schnitt hinkriege, wie gut der dann im Endeffekt rübergekommen ist und ob mein Gerede zu sehr aus dem Kontext war und zu sehr durcheinander gebracht war. Wenn ja, dann tut es mir leid. Ich bitte um Verzeihung noch einmal. Habe schon so oft um Verzeihung gebeten heute in diesem Part. Naja, so ist er, der Zwergi. Ihr kennt ihn ja, den Zwergi, der in der dritten Person von sich selber redet. Naja, sei wie es sei, Haferbrei. Man sieht sich, habt ihr noch einen angenehmen, fröstlichen Tag. Gehabt euch wohl und haut daran. Bis dahin. Ciao, ciao. Sie haben wunderschöne Glocken. Ja, das sind die Glocken meiner Großmutter.